Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns die letzten paar Folgen angeschaut, wie das Ganze funktioniert mit dem GPIO In und Output. Das habe ich euch in Bash und in Python gezeigt, also in praktisch lokalen Programmiersprachen mehr oder weniger oder Skriptsprachen. Und jetzt möchte ich das Ganze mal etwas kombinieren mehr oder weniger und euch das Ganze in PHP zeigen. PHP ist eine Webprogrammiersprache, also PHP wird in 99,9% der Fälle im Internet, also in Web-Applications eingesetzt. Und ich möchte euch eben zeigen, wie man so etwas programmiert, was man jetzt hier auch auf dem Bildschirm sieht, dass man hier eine LED hat, die man ein- und ausschalten kann und dass der Status vom Button hier angezeigt wird. Das ist was sehr Simples, logischerweise. Aber man kann logischerweise damit auch mehr anfangen noch. Das ist ja bei unseren bisherigen Projekten eigentlich auch so gewesen. Ja, zur Schaltung, die ich hier aufgebaut habe, das ist eigentlich nichts Neues, sie sieht nur neu aus. Ich habe hier wieder das rote Kabel, den Plus, also 3,3 Volt, das schwarze Kabel, den Ground, auf jeweils die Plus- und die Ground-Schiene meines Breadboards. Ich habe die auf den gegenüberliegenden Seiten montiert, weil es einfach so einfacher ist für die Schaltung. Dann habe ich hier unsere Button-Schaltung, also dieses lila Kabel geht zum GPIO 1 bzw. Variant Pi Pin 0. Beziehungsweise Hardware Pin Nummer 17. Dieses blaue Kabel hier ist an eine LED-Schaltung angeschlossen mit einem Vorwiderstand. Und die geht hier auf den GPIO Pin, also auf den Hardware Pin Nummer 18, Wiring Pi Pin Nummer 1. Also praktisch unser GPIO 2. Ja, das bedeutet, wir haben hier eine Button-Schaltung und unabhängig davon eine LED-Schaltung. Also auch wenn ich hier auf den Button drücke, ändert sich an der LED nichts. Ja, das war es eigentlich soweit zur Schaltung und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man das Ganze einrichtet auf dem Raspberry Pi. Ich muss hier nur kurz das Mikrofon umstellen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut. So, schon besser. Und wir sehen hier, dass ich wieder mein Putty offen habe, mit dem ich auf dem Raspberry Pi per SSH verbunden bin. Und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, was für Schritte notwendig sind, um diese Mini-Web-Application praktisch zum Laufen zu bringen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe mir jetzt mal zwei rausgesucht. Nämlich eine Möglichkeit mit einer Library, also mit der GPIO-Library, wie wir es bis jetzt gemacht haben, also Wiring Pi eigentlich Library. Das ist sozusagen die saubere Variante, die aber etwas mehr Arbeit erfordert. Die wäre, wenn man jetzt wirklich mehr oder weniger professionelle Applikationen oder Applikationen, die im Internet verfügbar sind, erstellt, dann wäre das die angebrachte Methode. Und dann gibt es noch eine Methode, die mit exec funktioniert, also execute. Das ist eine PHP-Funktion, die Systemkommandos ausführt. Das Ganze wird als ziemlich unsicher konsideriert und deswegen ist es eher adäquat für so Heimapplikationen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Lichtschalter hat, der mit GPIO gesteuert wird, dann könnte man das so verwenden, solange es nicht im Internet verfügbar ist. Also das ist praktisch die Quick and Dirty Methode. Ich werde euch hier jetzt zwei Sachen einblenden, wo ihr draufklicken könnt, die euch zu den gewissen Teilen des Videos bringen, wo das Ganze eben so besprochen wird. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit der ersten Methode, mit der Library. Ich habe hier schon die GitHub-Seite dieser Library offen. Die heißt wiringpy-php. Also ein ziemlich logischer Name eigentlich. Diese muss man, also das hat hier als das Submodul wiringpy, das bedeutet, das ist eigentlich nur ein Wrapper, also es. Wie erklärt man das am besten? Ich suche nach Worten. Es stellt praktisch ein Interface her zwischen den C-Funktionen der WiringPy-Bibliothek und der PHP-Umgebung mehr oder weniger. Das heißt, man kann praktisch aus PHP dann diese C-Funktionen auf eine sichere Art und Weise ausführen. Ja, dieses Repository von GitHub müssen wir uns mal klonen als erster.
sehen wir hier drüben die HTTPS-Clone-URL. Also ich werde euch diesen Link hier auch in die Beschreibung hauen. Und hier ist diese Clone-URL, die müssen wir kopieren. Und dann in unseren SSH-Zugang auf das Home-Verzeichnis, also Welle, wenn wir eingeben cd, kommen wir dorthin. Dann geben wir ein git clone-recursive, ich weiß nicht, ob man das Wort so ausspricht, ich hoffe es mal. Und dann klicken wir rechte Maustaste, Inputi. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. So. Damit wir das Ganze einfügen. Also man kann Inputi mit rechter Maustaste Dinge einfügen. Ja, das ist vielleicht nicht so gut, dass ich das dreimal eingefügt habe. So. Gut, dann drücken wir Enter und ich hoffe, ich habe es. Ah, hoppla. Da können zwei Bindestriche natürlich. Also minus minus recursive. Dann drücken wir Enter und er klont das Ganze nach wirenpy-php. Das bedeutet, es erstellt ein neues Verzeichnis. Wir sehen hier auch, dass dieses minus minus recursive Flag braucht man dafür, dass die, dass hier dieses Submodul, was wir sehen, also das inkludiert eigentlich das WiringPy-Projekt mehr oder weniger. Und deswegen müssen wir das minus minus recursive angeben, weil wenn wir das nicht machen würden, würde er das hier einfach ignorieren. Das Submodul. Und so klonte das Submodul praktisch auch mit. Ja, als nächstes müssten wir das Projekt, also dieses Repository erst bilden. Also wir sehen hier, wenn wir ls ausführen, dass wir hier irgendwo ein Verzeichnis haben, das heißt wirenpy-php. Da ist jetzt diese Library drinnen und die müssten wir jetzt eigentlich installieren, aber es gibt noch einige Abhängigkeiten, die wir installieren müssen dafür. Und das ist PHP, also die grundsätzliche PHP-Umgebung, wenn ihr die noch nicht habt, und PHP Dev, also das PHP Development Paket, was praktisch für die Entwicklung mit PHP gedacht ist. Ja, dafür mache ich mal ein sudo apt-get update, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, das ist immer diese peinliche Stille, wenn man Updates machen muss oder installieren muss. Man hat nichts, was man zu erklären hat dabei. Aber jetzt haben wir es ja bald. Und fertig. Jetzt sind wir mal auf dem neuesten Stand software technisch und jetzt machen wir sudo apt-get install PHP 5, weil wir wollen ja die neueste Version von PHP, das wäre 5, und PHP 5-dev haben. Dauert jetzt wieder ein Weilchen, wieder peinliche Stille. Jetzt tut er hier die alten PHP-Pakete praktisch ersetzen durch die neuen, also die 5er PHP-Pakete. Und ja, es ist fertig. Jetzt müssen wir noch unseren Webserver neu starten mit sudo /etc/init.d/apache2restart. Falls ihr keinen Webserver installiert habt, dann solltet ihr euch dieses Video anschauen, wo ich erklärt habe, wie man auf dem Raspberry Pi einen Webserver installiert. Zwar vor einigen Folgen, ich glaube 5 oder so. Ja, das verlinke ich euch jetzt mal hier. Und da könnt ihr euch das dann anschauen, wie man den Webserver installiert, falls es da noch Zweifel gibt. Ja, wenn wir das Ganze installiert haben, dann können wir eigentlich auch schon in dieses Verzeichnis wechseln, was wir gerade vorher heruntergeladen haben. Also wirenpy-php und ./build.sh ausführen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, das hat funktioniert. Und jetzt haben wir hier im Build-Verzeichnis eine Datei, die heißt wirenpy.so.
SO ist praktisch die Erweiterung für eine statische, steht für Static Object und ist praktisch eine statische Bibliothek. Das wäre dasselbe wie unter Windows eine DLL. Also Dynamically Linked Library ist da eben eine Static Object. Diese Datei müssten wir jetzt in das PHP Include-Verzeichnis kopieren. Das können wir entweder per Hand machen, wenn wir wissen, wo dieses Include-Verzeichnis liegt, oder wir führen einfach mit Root-Berechtigungen das Skript install.sh aus, das kopiert uns das automatisch. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Installation. Ich habe jetzt hier noch also eine PHP-Datei praktisch. Ah nein, das war es noch nicht. Ich habe noch was vergessen. Wir müssen nämlich diese Datei hier, wiringpy.php, in unser Webserver-Verzeichnis kopieren. Und das geht ganz einfach mit sudo Abstand cp Abstand wiringpy.php slash var slash www slash wiringpy.php. Ja, das könnte ich jetzt machen. Ich würde es einfach überschreiben. Ich habe es schon kopiert gehabt. Jetzt haben wir eben in unserem var www-Verzeichnis eine wiringpy.php-Datei liegen, die diese Bibliotheksfunktionen zur Verfügung stellt. Ja, und ich habe jetzt noch unter wiringpy-test.php hier ein kleines HTML-PHP-Skript erstellt, das einfach, also ich gehe hier mal davon aus, dass ihr schon Grundkenntnisse im PHP habt. Das würdet ihr euch dieses Video, denke ich mal, nicht anschauen. Aber es ist prinzipiell ganz einfach. Also um die LED zu setzen, mache ich einfach hier einen Get-Parameter. Ich setze den Get-Parameter set einfach auf 1 und überprüfe hier oben, ob der gesetzt ist. Und dann mache ich, wenn dieser gesetzt ist, diese Funktion wiringpy Doppelpunkt Doppelpunkt digitalWrite 1, also auf den Pin 1 und diese Value. Wichtig sind diese Zeilen hier oben. Das ini-set enable DL. DL und on. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was es macht, aber ich weiß, dass es in der wiringpy.php, also in dieser Bibliotheksdatei praktisch, vorkommt und dass es verwendet wird, um die Extension, also diese wiringpy Extension zu laden, wenn sie noch nicht geladen ist. Das heißt, das ist ziemlich wichtig, das sollte man setzen hier. Dann wird unsere Datei, die wir gerade kopiert haben, included. Und die Pin-Modes werden mit wiringpy Doppelpunkt Doppelpunkt Pin-Mode auf, also der 0. Pin wird auf 0, also in gesetzt, und der erste Pin wird auf 1, also auf out gesetzt. Ja, wir sehen hier schon, wie wir darauf zugreifen können. Das ist eine statische, also eigentlich eine abstrakte Klasse mit statischen Methoden. Das heißt, wir können hier einfach so mit Klassenname Doppelpunkt Doppelpunkt Funktionsname darauf zugreifen, wie in C++ praktisch. Ja, das ist auch eigentlich die einzige Kunst bei diesem ganzen Skript. Hier durch einfach auslesen, also mit digitalRead 0 und dann ein Dreifach ist gleich, um den Typ zu überprüfen. Und wenn das ein Integer ist mit der Value 1, dann sagt er dann aus, weil wir wissen ja, dass es invertiert ist bei unserem Button. Also wenn Read 1 zurückgibt, ist es aus. Wenn Read 0 zurückgibt, ist es an. Und das printen wir dann so auf dem Bildschirm. So, ich probiere das jetzt hier mal aus. Und Cut, es gab ja einige technische Schwierigkeiten, mehr oder weniger, weil ich meinen Webserver nochmal restarten musste. Aber jetzt funktioniert es hoffentlich. Und wenn ich jetzt hier auf LED andrücke, sollte man hier irgendwo rechts oben sehen, dass die LED angeht und auf Aus die LED ausgeht. Wenn ich hier es schaffe, auf den Button zu drücken. Also ich halte jetzt den Button gedrückt und wenn ich gleichzeitig refreshe, also die Seite neu lade, dann steht hier bei Button nicht mehr aus, sondern an. Wenn ich es loslasse und nochmal neu lade, steht aus. Also wird das Ganze logischerweise erst bei einem Neuladen der Seite aktualisiert. Wenn man das anders machen möchten wollen würde, müsste man das Ganze mit Ajax lösen und das wäre schon mal etwas komplizierter. Ja, es war eigentlich soweit zur cleanen Methode, mehr oder weniger. Ich zeige euch jetzt dann noch die Quick and Dirty Methode, die mit dem XCC arbeitet. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich.
habe hier nämlich eine Datei, die heißt varianpy-test-exec.php. Das ist praktisch genau dasselbe wie die andere Datei, nur dass wir hier, das bräuchten wir eigentlich nicht, habe ich nicht gut mitgedacht beim Kopieren, nur dass hier, dass wir diese Library nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt hier aufmache, im Browser, /exec, dann sehen wir, dass das auch genau gleich ausschaut. Und auch, also vom PHP her funktioniert das genau gleich, nur wir machen hier eben statt diesen varianpy Doppelpunkt Doppelpunkt Pin-Mode zum Beispiel, machen wir hier einfach exec und das Kommando, was wir normalerweise am Terminal ausführen würden. Also GPIO Mode 0 in, GPIO Mode 1 out. Ja, dasselbe hier wieder, wir machen einfach GPIO write den Pin 1 und fügen mit einem Punkt den Get-Parameter an, den wir wollen. Und beim Auslesen ist es hier wieder so, dass wir einfach jetzt hier nicht auf einen Integer überprüfen, sondern auf einen String, also das Ganze unter Anführungszeichen setzen. Und ja, wenn das hier einen Einsatz zurückgibt, dann sagen wir aus, sonst sagen wir an. Funktioniert, wie gesagt, genau so. Hier sehen wir wieder, die LED dreht sich an oder auf. An oder aus. So. Und wenn wir auf den Button wieder gedrückt halten, dann sehen wir, dass hier an und aus auch funktioniert. Ja, wie ihr seht, ist die zweite Methode natürlich um vieles einfacher. Man braucht nur die VarianPy-Funktionen, also die VarianPy-Library zu installiert haben, aber es wird, die exec-Methode wird eben grundsätzlich als unsicher angesehen und deswegen sollte sie eben, wenn möglich, nicht verwendet werden. Ja, das war es eigentlich jetzt soweit von diesem Video her. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder ihr habt was lernen können daraus. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi und euren Webinterfaces und bis zum nächsten Mal.